Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Super Mario Bros. Wonder. Ja, beim letzten Mal haben wir mit der Spezialwelt angefangen. Ich habe ein bisschen geflucht, zum Glück größtenteils da, wo ihr es nicht mehr gesehen habt. Denn, ja, so ziemlich vom letzten Video habe ich fast 20 bis 30 Minuten rausgecuttet an Fails. Mal sehen, wie es heute wird. Den Auftrag macht Welt 4, die Speziallevel von Welt 4. Wüstenspezial Freiluftakrobatik. Das Bild macht mir jetzt schon Angst. Aber gut, wir werden sehen. Oh nein, ein Scrolling-Level. Hi. Hey, wir kriegen sogar ein Power-Up. Unfassbar. Was? Hätte ich jetzt... Hä? Hätte ich jetzt auf den springen müssen, oder was? Was sollte ich da jetzt machen? Meine Scheiße fängt ja jetzt erst an, ne? Bäh. Ja, ich glaube, ich muss auf den einen Ballon da springen. Um die Blume zu bekommen, oder was? Wie soll ich das jetzt hier verstehen? Ja, muss ich. Okay. Interessant. Wow, danke. Ich hab mir gerade einen Arsch gerettet. Das wird noch scheiße. Warum sind die Spezialwelt-Level immer so scheiße? Ja, FU. Komme ich da jetzt überhaupt noch dran? Ja, tue ich. Okay. Danke. Immerhin etwas. Ah, sehr gut. Und da kommen die Viecher. Hallo. Er hat eine Coin. Ja.
Okay, schon mal die erste Coin bekommen. Das muss man aber auch erstmal sehen, dass da eine ist. Das habe ich nämlich nicht. Immerhin die Coin bekommen. Okay, den Wundersamen haben wir. Toll gemacht. Toll gemacht. Und die Fahne auch. Dankeschön. Erstes Level, ich bin jetzt schon bei 15,5 Minuten Aufnahmezeit. Wunderbar. Das waren die unnötigsten Tode ever. Das kann ich euch sagen. Also so viele unnötige Tode hatte ich selbst in dem letzten Level nicht mit dem Rhythmusspiel. Aber gut, ich kaufe jetzt immer ein paar neue Leben, glaube ich. Weil will ich neu? Nee, noch nicht. Wäre sonst Verschwendung. Wir haben ja noch ein paar, von daher passt das schon. Oh ja, und das haben wir. Fungi Spezial, Donut Abgrund. Ja, drei fehlen jetzt noch. Ich glaube, ich werde die Aufnahme sogar mal hin und wieder pausieren oder unterbrechen. Also neue Aufnahme starten, damit das nicht zu lang wird in einer Aufnahme. Aber es wird wahrscheinlich am Ende das in einem Video landen, weil ansonsten wird es halt... Ja, zu kurz. So, was wird das hier jetzt? Ja, hallo. Hi. Oh, no. Unnötig wird das, ja. Okay. Ja, hallo. Blume, du bist ja irgendwie sehr fehl am Platz, aber egal. Komm mal runter. Ey, das folgt mir auch noch, diese Scheißteil. Das war gerade knapper, als es sollte. So, die Coin brauche ich ja jetzt nicht mehr. Ey, es ist doch nicht wahr. Ich kann nichts dagegen tun, gegen diese Scheißviech. Ja, hallo. Das wird witzig hier, nicht? Okay. Den bin ich zumindest losgeworden, aber den da werde ich nicht mehr los.
kriegt das denn nicht darunter? Jetzt. Wow. Okay. Wird. Okay, wir haben alle Coins. Oh, warte mal, ich kann auch ein bisschen abbremsen. Und schneller. Runterfallen. Ein bisschen Luft bekommen. Nein! Oh, so unnötig! Okay. Was? Meine Güte! Unnötigsten Tode ever. Noch unnötiger als das Level davor. Und ich sag mal so, ich finde das Level nicht schwer. Eigentlich ist es super einfach. Nur dadurch, dass man hier eben so oft Stellen hat, wo man einfach nichts sieht. Und es einfach random ist, was hier passiert. Ist das doch ein bisschen unfair manchmal. Wie gesagt, nicht schwer. Aber unfair. Das ist so mein Take dazu manchmal. So, komm. Ich glaube, ich komme jetzt doch mal wieder ein paar Leben. Also, so viel habe ich nicht mehr. An ursprünglichen 399, die ich hatte. Ja. 69 schon weg. So, die letzten zwei. Magma speziell, Tempo, Tempo. Na das. Oh nein, ich sehe diese Zeituhr da. Und eine Verwandlung in irgendeinem Stachelkugel, okay. Aber was ich jetzt mache, ich werde mal ganz kurz die Aufnahme beenden und neu starten. Aber für euch gibt es jetzt nur einen Cut. So, weiter geht's. Magma Spezial, Tempo Tempo. Ich habe jetzt schon keine Lust darauf. Aber vielleicht wird es ja halb so schlimm. Bitte. Sehr schön. Hey, das ist eine Toadbox. Ah ja. Hat es ja schon mal eine Vorschau gesehen. Ach, diese Stachelkugelverwandlung hatten wir das sogar schon mal, ne? Ja. Schneller, schneller. Okay. Ja, und da verkacke ich's. Ich meine, die Münzen zeigen ein bisschen den Weg, das muss man sagen. Viel Glück. Also vielleicht nicht ganz so schlimm, aber es sind halt wieder Blind Jumps. Das kotzt mich halt an. Wow. Unnötig. Weiter, weiter, juhu.
Ja. Schneller, schneller! Ja, alle Coins. Mein Gott, dieses Level ist scheiße. Einfach nur, weil es so viele Blindjumps hat. Man sieht einfach nicht rechtzeitig, was da passiert. Es sind Fails garantiert. Dieses Level im First Try schafft. Respekt. Blind vor allem. Wenn ich weiß, was auf mich zukommen wird. Und ich das ganze Level schon tausendmal gesehen habe. Aber noch nie selber gespielt habe. Dann ist noch was anderes. Dann kein Problem. Würde mal so sagen. Aber wenn man das nicht weiß. Dann ist dieses Level echt scheiße, sag ich euch. Aber ich glaube zumindest, ich habe hier bisher die wenigsten Fail gehabt. Also. Na gut, was heißt die wenigsten Fail? Es sind immer noch 13 Leben, die ich hier verloren habe. Aber es ist verhältnismäßig immer noch halbwegs wenig oder so, würde ich behaupten. Naja. Blüteninsel Spezial. Gumba Turnstunde. Wir dürfen das Goomba wieder, oh Gott. Wir dürfen wieder das Goomba herumlaufen. Warum? Bis später. Ah, Goombas sind so langsam. Okay, das wird bis später. Nicht witzig, glaube ich. Nee, nie wirklich. Ey, halt halt auch mal schneller runter. Da schon mal die Coin. Meine Güte, Dankeschön.
voll gemacht. Warte mal, krieg ich doch mit Anlauf genug hin? Ja, danke. Wir haben's geschafft. Alle freigeschalteten Spezialweltlevel sind Hauptwelten. Haben wir hinter uns gebracht. Jetzt fehlt in dem Sinne nur noch dieses eine Level hier. Wir wollen noch mal ganz kurz gucken. Wir haben überall den Stempel. Gut, der Laden gibt natürlich keinen. Zwei Level noch. Diesen hier müssen wir zu 100% schaffen, damit wir das finale Level freischalten können. Und von dem, was ich schon gesehen oder gehört habe, also ich habe das Level selbst noch nicht gesehen, aber ich weiß ungefähr, was auf uns zukommen wird und ich werde weinen. Ich werde sehr viel fluchen. Und nachdem ich das irgendwann geschafft habe, werde ich hier hinten irgendwo in der Ecke mich hinhocken und heulen wahrscheinlich. Aber das sehen wir beim nächsten Mal. Das war's erst einmal mit Mario Bros. Wonder für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne wieder Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch belassen. Gerne mit einer Klammer oder irgendwas gefallen hat und was nicht. Und ja, wir freuen, wenn wir beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn ich wahrscheinlich gebrochen werde. Vielleicht wird es nicht so schlimm, wie ich jetzt denke, aber wir werden es sehen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.